Guck mal, wie süß. Sieht so süß aus. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von Alicia's Mamlach. Keiner freut sich so wie wir bei, obwohl Mia freut sich auch. Wir holen jetzt Mia erstmal von der Kita ab und dann geht's gleich für uns zum Cake Smash Shooting von der lieben Ella Malina. Sie wird jetzt nämlich ein Jahr alt und dafür wird sie jetzt ihr Shooting haben. Jetzt holen wir erstmal Mia ab. Und danach geht's weiter. So, Mia ist jetzt da. Wie war's im Kindergarten heute? Ja, hat das Spaß gemacht? Ja, erst war Mia heute ein bisschen schüchtern, weil sie jetzt wieder ein paar Tage raus war. Aber heute, dann hat's gut geklappt, ne? Ja? Und was machen wir jetzt? Fotoshooting, ne? Für Ella. Die Torte hat unsere Fotografin schon organisiert. Und ja, ich bin richtig gespannt, weil mit Mia haben wir es leider nicht gemacht. Bei Mia wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass man sowas macht zum ersten Geburtstag. Aber jetzt ist sie mit dabei, bei Ella mit dabei. Genau, ich freue mich richtig doll. Ich bin schon gespannt. Hm? Ja. Richtig, wenn du Geburtstag hast, bist du vier. Richtig, Schatz. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Um 15 Uhr sollen wir da sein. Das passt, weil 15.30 Uhr, also 15 Uhr sagt Navi, dass wir da sind. Um 15.30 Uhr ist dann das Shooting. Eigentlich wäre es ja heute Morgen gewesen. Ich habe mich aber leider am Tag vertan. Ja? Kindergarten? Immer eine Krone. Wenn die Geburtstag haben, ne? Ja. Ja. Immer eine Krone und Mama macht sie fertig. Echt? Ja. Schön. Wir sind angekommen, sogar eine halbe Stunde zu früh. Ich glaube, die Kinder sind jetzt auch aufgewacht, die haben natürlich auf der Fahrt geschlafen. Hallo, Babys. Na, bist du noch müde? Hallo. Lass mal wach. Kuckuck. Na, ihr beiden? Hast du heute noch gar nicht gesehen? Doch, heute Morgen, ne? Hm? Oh Mann, wie süß ist die Spange bitte auf ihrem Kopf. Die Babys. Oh. Meine Babys. Hm? Oh. Spange? Ja. Oder? So, alle einsteigen in dein Ferrari, der steht hier schon bereit. So, wir gehen jetzt los. Erstmal müssen wir noch mal ganz kurz hier, das ist direkt ein Einkaufszentrum, das ist ganz gut, weil wir brauchen noch, oh, ich habe irgendwie voll Schmerzen hier. Ja, könnt ihr ruhig mal schreiben. Tut mir echt leid für dich. Nee, also wir wollen jetzt noch mal schnell für Ella und Mia noch was snacken holen. Das ist noch ein Quetschi auf jeden Fall. Habe ich eben vergessen zu Hause. Hauptsache die Klamotten eingepackt, damit die Outfits stimmen, ne? Für die Fotos ist natürlich wieder die Hauptsache. Aber wen jucken die Grundbedürfnisse der Kinder? Mich nicht. Wird's heute noch was oder was? Ella Malini hat heute ein Shooting. Schatzi, weil du eins... Jo, mein Kaugummi ist rausgefallen. Weil du eins wirst. Weil du ein Jahr alt wirst. Oh Mann, das sieht so süß aus. Sieht immer mehr aus wie mir. Was? Ja, das sieht immer mehr aus wie mir. Du willst, dass ich kein Kind mehr mit dir kriege, ne? Oder warum musst du das nochmal so betonen? Das ist einfach so. Ja, such dir doch eine andere fürs Dritte. Wisst ihr, gerade weil die Kinder so aussehen wie ich, kriege ich auf jeden Fall noch ein drittes mit dir. Nee, bestimmt nicht. Kannst du eine andere suchen. Mia, was hast du da in der Hand? Ich habe einen Schnulli. Warum hast du einen Schnulli in der Hand? Aha. Mama! Möchtest du? Ja, eine Kugel Erdbeere. Möchtest du eine Waffe oder einen Becher? Eine Waffe?
Bist du sicher, dass du zwei Kugeln möchtest? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher. Sicher? Und zwar eine Kugel. Was ist das hier? Sicher? Ja. Lass es dir schmecken! Ja. Das passt ich noch. Ich habe ein paar Kilo abgenommen jetzt, die letzten Wochen. Ja, genau. Die müssen erstmal direkt wieder rauf. Da kann ich das einfach tragen, ja. Immer rein. Elli, mach dir nichts draus. Mama hat auch kein Angst. Wir achten auf unsere Figur, ne? Ich bin jetzt kurz nochmal für die beiden was holen. Ich glaube, ich muss nochmal so eine kleine Haarspange für alle holen, weil es sieht einfach so niedlich aus. Guck mal. Gut, dass ich schnell alleine hier reingegangen bin, sonst hätte ich direkt wieder gesagt, das brauchen wir. Doch, wir brauchen das. Okay. Aber mal ganz kurz andere Sache, ne? Ey, wer hat sich jemals so ein Teil, also das ist doch wohl mal reine Regalplatzverschwendung. Nicht auf die Linien! Und da, da vorne kannst nicht du auf die Linien! Und jetzt geht's weiter zum Shooting. Ich frag natürlich Jan, weißt du noch, wo das war? Und er, ja, immer. Er weiß immer, wo alles ist. Und ich kann mir das nie merken. Ich bin so orientierungslos. Aber gut, dass Jan immer dabei ist, weil sonst will ich nichts finden. Riesen Bogen drumherum, Alter. Nicht, dass man hier voll gekackt wird. So, wir sind jetzt da und wir haben uns jetzt erstmal alle in einen Pullover geschmissen. Und wenn wir hier mal gucken, machen wir hier gerade ein paar Weihnachtsfotos. Ich habe dafür jetzt mir noch eine Spange in die Haare gemacht. Ich zeige euch das gleich hier mal genauer. Hier hat unsere Fotografin schon vorbereitet für Ella's Cake Smash. Ich habe mich jetzt hier für zwei Outfits entschieden. Ich zeige euch die einmal. Oh, ach, wie schön. Der Fan! Oh, schick mir! Genau, für Ella habe ich jetzt einmal zum Beispiel die, so ein Body mit einer Eins und mit so einem Tütü. Und danach fand ich zum Beispiel auch das Kleid. Oh, so niedlich. Ja, und jetzt machen wir erstmal die Weihnachtsbilder und danach geht's los mit Ellas Shooting. Ja, also, Blitze machen das auch schön. Kommst du mir? Komm. Oh. 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 Die Weihnachtsbilder haben wir jetzt schon mal und jetzt. Hallo? Hallo, nimmst du mal deine Hand vom Handy? Und jetzt kriegt Ella ihr erstes. Hallo, schön. Hallo, ist schon unscharf. Und jetzt kriegt Ella ihr erstes Geburtstag. Oh Mosi, siehst du schicki aus? Ja! Bist du bereit für dein ultimatives Geburtstags-Shooting? Ich nehm's mal jetzt, ja. Oh Mann, guck mal, wie süß. So süß aus. Hallo, Ella Mos! Ich glaube, sie ist überfordert. Ja, genau. Super, ein bisschen verhält. Babys. Super! Oh, Ella, eine große Zahl. Gleich geht's los mit dem Cake Smash. Bin schon mega gespannt. Ich zeige euch mal die Torte. So sieht die, der Kuchen aus. Voll süß. Schaut mal, wie mir aussieht. Toll. So, bist du ein Kasper? Bist du ein Kasper? Ein Kasperle? Hey, wie gefällt dir so das Shooting jetzt? Ich bin richtig gespannt auf die Bilder. Ja. Ich bin gespannt, wie Ella das gleich macht, ne? Ich auch. Ob sie eher vorsichtig ist oder richtig da rangeht. Ja. Ja. Eigentlich müsste sie da ja richtig hart rangehen, weil die Aggressivität, ne, du musst ja irgendwo herkommen. Ja, ist ja, dein, ist ja deine Tochter. Was geht? Ne? Ella! Was ist das denn? Sie kommt doch eher nach mir, sie macht's vorsichtig.
Was war das? Zuckerschock, ja. Ja, genau. Kannst du ihr gerne was zu essen geben? Ella, guck mal, Ella, hier. Nein. Hast du zusammengeknüllt, Mama, bei mir? Probier mal anders, Äpfel. Nein, das ist auch mit Zuckerstutz. Das Shooting ist fertig und ja, was soll ich sagen? Na? Ey, ich bin voll mit Torte, voll mit Wasser. Ja, die Socken haben. Aber ja. Schöne Fotos gemacht. Ja, die Socken haben auch dran drunter gelitten. Und du hast das toll gemacht. Toll hast du das gemacht, Mausi. Das Ende kommt jetzt leider ein paar Tage später. Vielleicht hat es eine oder andere mitbekommen. Ich war ja komplett weg vom Fenster. Und ich war auch ein bisschen angeschlagen. Ja. Ich bin einfach besser komplett spät, voll mit Essen. Aber besser spät als nie. Ja. Ja, weil du nicht essen konntest. Wir wollten das Video nochmal beenden. Es war ein richtig tolles Shooting. Ich habe die Bilder auch schon gesehen. Du noch nicht? Ich habe die noch nicht gesehen, nee. Aber ihr werdet sie auch sehen auf jeden Fall auf unseren Instagram-Profilen. Das war jetzt ja ihr Geburtstagsshooting. Und ich freue mich auch schon wahnsinnig, euch bei den Geburtstagsvorbereitungen mitzunehmen. Weil ich habe alles jetzt schon bestellt, habe ich euch schon in der Story erzählt. Instagram, ne? Dass ihr Bescheid wisst, weil dieses Mom Life. Und Jan Stadler. Und wir werden alles selber machen. Ich freue mich richtig doll. Ich mache sowas so gerne. Das ist ja sowieso, ja, wollte ich gerade sagen. Du machst sowas ja extrem gerne. Ja, und ich habe auch schon Pinterest geguckt, was für Snacks wir machen und so. Ich habe richtig Bock. Ich bin gespannt. Also, er muss einfach mitmachen. Ja. Also ich freue mich schon ganz, ganz doll auf das, ja, auf die Videos, die kommen. Wir wollen ja nach unten das eine Zimmer noch, dem noch ein Glow-Up verpassen. Mhm. Dann nehmen wir euch auch mit. Also die nächsten Videos werden richtig cool. Ich freue mich richtig doll. Ja. Deswegen abonniert den Kanal! Seid auf jeden Fall gespannt. Genau. Abonniert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.